Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Trailer-Analyse, heute zu Call of Duty Black Ops 2. Mein Name ist Martin. Ich bin Robert, hallo. Und da sind wir schon mittendrin, ne? Die lassen sich überhaupt gar keine Intro-Zeit. Aber es liegt auch daran, dass sie die Werbung, wie wir später noch sehen werden, ganz nach hinten gelegt haben. Aber darüber wollen wir gar nicht reden. Richtig, Martin. Stimmt, wir sind jetzt bei YouTube und auf der Seite vom Bösewicht sozusagen oder auf der Seite der Organisation von dem Bösewicht. Cordis Die, mein Latein lässt mich da arg im Stich, weil ich hatte nie welches. Ich hatte zwar welches, aber bin dann sang- und klanglos untergegangen. Das ist ärgerlich. Aber gut, heißt, wir haben ein bisschen rum überlegt, das heißt vielleicht irgendwas mit Herz und Tag. Also es klingt gar nicht so böse, aber vielleicht wisst ihr das auch besser, wenn ihr in Latein besser aufgepasst habt als wir. Ja, ich sag nur Vinum das, nee, Vinum, nee, Aqua das Wasser, Vinum der Wein. Scher dich zum Teufel, du scheiß Latein. Amen. So, auf jeden Fall, wie man an den Subscribers und Video-Views sieht, die Organisation, der YouTube-Kanal von der Organisation ist ziemlich groß. So viele Subscribers hätte ich auch gerne. Ja. Und unten rechts in der Ecke sieht man auch bei Datejoint, ich hoffe, das kann man lesen, dass das ist wahrscheinlich 2014, also das ist die Organisation. 25. Juni 2014. Nee, jedoch Juni, genau. 2014. Wurde der Kanal eröffnet, das heißt, es gab die halt mindestens schon 10 Jahre, mindestens, würde ich sagen. Also die spielt, das sollte man vielleicht vorher sagen, 2025. Genau. Sieht man ja auch Latest Activity June 18th. Genau. 2025. Und den YouTube-Kanal, den gibt es auch wirklich, aber zum Zeitpunkt, zu dem wir das hier aufnehmen, ist da erst ein kurzes Video drauf gewesen, aber den kann man ja vielleicht mal im Auge behalten. Den der ist wahrscheinlich auch nicht 2014 gegründet worden. Nee, das nicht, leider nicht, nee. Die Details, Details. So, hier gibt es noch ein paar mehr Details oder so Kleinigkeiten zu sehen, nämlich einmal, dass der Raúl Menéndez, so heißt der Bösewicht, anscheinend eine relativ geheimnisvolle Persönlichkeit ist, weil ich meine, wenn er auf so einem Fake-Magazin-Cover zwar erwähnt wird, ist er wichtig, aber dass halt trotzdem keiner so richtig weiß, wer er ist. Ja, und die stellen ja auch die Frage, ist das, genau. Ist er das? Ja, und er muss ja dann schon sehr, sehr lange verdeckt leben, weil dieses Magazin erscheint am 14. August 2021 und da ist halt über diesen ganzen Zeitraum seit der YouTube-Eröffnung sozusagen bis zum Release von dem Magazin weiß halt immer noch niemand so richtig, wer das ist. Also und vor allen Dingen, man muss da mal sagen, damals, wie man sieht, Messiah, er war damals noch der Held für die Leute. Ja, also da war er noch nicht der Bösewicht. Ja, richtig, stimmt. Also es muss dann alles sehr, sehr kurzfristig passiert sein. Weil das wird ja im Trailer noch weiter thematisiert. Er hat nämlich hier die Satelliten gehackt und damit startet er die Angriffe auf die, ohne dass irgendjemand es hätte kommen sehen. Genau. Das mündet dann in schönen Explosionen, da sehen wir auch noch mehr. Hier sehen wir erstmal, wer an dem Skript von Black Ops 2 mitgeschrieben haben soll oder mitgeschrieben hat. Der Herr Goya, der hat auch schon... Du glaubst ihn also nicht. Nee, man weiß es ja nie so genau. Was hat er gemacht? Er hat, glaube ich, schon an Blade und halt den Batman-Film mitgeschrieben, obwohl es da wahrscheinlich auch die klügere Wahl ist zu sagen, guck mal Batman und nicht guck mal Blade. Wobei die Story von Blade auch immer, also für mich war Blade immer so ein Film, fängt an und du denkst so nett und dann kommt irgendwann so der Twist, wo die Story zumindest interessant wird. Echt? Okay, na gut, jedem und so. Würde ich so sagen. Mehr Explosion. Trent Reznor, da freue ich mich ein bisschen, auch obwohl der ja irgendwie nur den Titeltrack macht. Den kennen die meisten vielleicht noch vom Soundtrack von, hilf mir, der Facebook-Film, ich hab's schon wieder. Social Network. Richtig. Aber ich glaube, die meisten kennen ihn ja von Nine Inch Nails. Echt? Ich hätte jetzt unterstellt, dass die meisten ihn wegen dem Soundtrack kennen. Also komm. Also ich kenne ihn auch wegen Nine Inch Nails, aber man weiß ja nie. Ich glaube an eine bessere Welt und deshalb werden sie ihn von Nine Inch Nails kennen. Hoffen wir es, ja. Also der macht, wie gesagt, den Titeltrack. Da sehen wir mal, welche Städte noch angegriffen wurden. Also es ist eine weltweite Sache, die der Raoul da gestartet hat. Genau, und er hier sieht gerade ein bisschen nach Max Payne aus. Und das ist er dann nämlich auch. Also er ist ein sehr schmerzverzogener Mann. Ja, er hat auch was mit dem Auge, im Auge, man weiß es nicht. Also das ist nicht der Raoul, ist der etwas jüngere noch, weil den Mann, den wir gerade sehen, das ist der Frank Woods, der ist schon einen Zacken älter, der ist nämlich 2025 wie alt? 95, richtig. Er ist nämlich 1930 in Philly geboren worden, also wenn er ein bisschen später geboren worden wäre und schwarz wäre, dann hätte er auch Will Smith sein können. Will Smith wurde kurz nach 1930 geboren? Ich sag ja, wenn er ein bisschen später geboren ist. Und später okay. Ist jetzt nicht ganz ernst gemeint gewesen. Na gut, ein bisschen. Hier sehen wir dieses Medaillon. Da wissen wir noch nicht so richtig, was mit anzufangen. Also es könnte... Es ist halt so ein Herzchen und zwei Gesichter, die also offensichtlich zwei Liebende.
Aber ob das jetzt irgendwie so eine familiäre Sache ist oder ob da sogar dieses Cordis D herkommt, keine Ahnung. Irgendwas wird es ihnen was zu bedeuten haben, sonst würden sie es nicht in den Trailer schneiden. Ja, also ich denke auch, dass das. Für mich sieht es halt eher aus wie zwei Kinder, aber das ist ja auch egal, oder zumindest insofern egal. Die können sich auch lieben. Ja, also ich hätte eher so auf Tochter und Sohn oder so getippt, aber es ist auf jeden Fall irgendwas Tochter und Sohn können sich auch lieben. Krass, oh Mann, ey, das ist ekelhaft. So, Hubschrauberwaffen, noch mehr Explosion. Jetzt sind wir noch nicht mehr in der Zukunft. Jetzt sind wir nämlich schon wieder in die Vergangenheit, weil Black Ops 2 wird ja auch springen. Das ist aber hier ein Tempo. Ja, das Black Ops legt immer richtiges Tempo vor, oder Call of Duty. Ich meinte auch, wir legen gerade ein Tempo vor. Ach so, okay. Mm. Und nach halt den schönen Szenen aus der Zukunft nehme ich mal scharf an, dass das da die Vergangenheit ist, weil das sieht halt alles noch ein bisschen älter aus. Also gerade die Waffe, wenn man die sieht, das ist ja der Klassiker der modernen, aktuellen Kriegsführung. Da springen wir dann wieder nach vorne und das Flugzeug oder die Flugzeuge, die da sind, das ist halt definitiv in der Vergangenheit, es sei denn, eine MiG-23 wird auch noch 2025 benutzt, was ich zu bezweifeln wage. Außer also, die Terroristen, die ganzen Satelliten gehackt haben, sind doch nicht so high-equipped, das was kann mich sein. Aber auch wundern würde. Aber ich würde halt bei der Umgebung, hätte ich gesagt, dass es die Szenen sind, wo sie im Launch-Trailer die Pferde haben gesehen. Das könnte gut sein, ja. So. Und jetzt kommt noch mehr Action und das war, glaube ich, gerade auch eine Drohne. Ja, das war eine Drohne. Fallschirmspringen? Das ist viel cooler, Fallschirm, das sind Jetpacks. Jetpacks, genau. Das finde ich ein bisschen lustig, obwohl ich halt immer da ein bisschen Angst habe, dass das bei Call of Duty nur darin endet, dass wir das mal in so einer Sequenz sehen und dass man es nicht selber steuern. Ja, selber steuern wäre cool. Meinst du, die gibt es im Multiplayer? Das wäre lustig. Ich glaube es nicht. Schade. Der dunkelhäutige Mann hier, der erinnert mich an irgendwen. Ich weiß aber gerade nicht wen. Ich auch nicht. Irgend so ein Cop. Aus irgendeinem Film. Ich habe keine Ahnung. Also mich nicht, wenn euch was einfällt, sagt Bescheid, aber an mich erinnert der nicht an jemanden. So, und mit diesem gebrochenen Deutsch verabschieden wir uns. Ja, genau. Das war schon der Trailer und ich hoffe, wir haben euch ein bisschen mehr Aufschluss gegeben. Wenn nicht, tut uns leid. Dann wartet das Datum da ab, wobei ist weltweiter Launch wahrscheinlich, oder? Ja, ich denke schon. Alles andere wäre ein bisschen komisch. Genau. Gut. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.